Hallo Leute, so sieht's aus, wenn ich nach ein paar Stunden mal weiterbauen will. Der Rest von der letzten Baufolge liegt da. Dann habe ich hier noch ein bisschen Zeber, habe ich schon weggesucht, habe ich nicht gefunden. Ja, musste in die Küche runter, schnell was holen. Ein paar Wattestäbe habe ich mir zurechtgelegt für alle Fälle. Einen großen Kumpel habe ich gesucht, weil ich letztens mit dem Leimproblem hatte. Vielleicht hier eine größere Fläche, kommt ein bisschen mehr raus, geht ein bisschen schneller. Habe ich zum Glück da gehabt. So, jetzt heißt es erstmal aufräumen und alles zurechtlegen. Oh, dann lege ich mal los, ne? Bis gleich. Okay. Ich denke mal, wir legen nicht alles so weit weg. Weil, naja, ich will jetzt nicht sagen, Zeit ist Geld, aber so ähnlich. Wir kommen mal zur Folge 10 gleich. Rausgetrennt haben wir sie schon mal. Und jetzt schauen wir mal kurz rein. Nicht in die Bauschritte, sondern in die aufregende Jagd. Wie ich das jetzt hier so lese gerade. Angriff im Mondlicht. Wurscht, sieht aber hell aus. Naja, gut. Fällt ja schon was untereinander, auseinander, nicht untereinander, auseinander. Was ist denn das Schönes? Eine Netzsperre der Hafeneinfahrt von Halifax. Schutz vor Angriffen von U-Booten bieten soll. Viel Spaß dabei. Macht Mara das mit Benzin voll. Es wird teuer. Was ist denn das? Vollversammlung. Genau, man sammelt sich. Oh, ich mich auch gerade. Ja, die Konvois, die hatten schon eine gewisse Größe und die fuhren nur so schnell wie das langsamste Schiff. Das dauert ein wenig. Ne? Kommandant und Wachoffiziere auf der Brücke eines U-Boots 7C. Alliierter Frachter, starker Weg der See. Ach, der Deck. Dann haben wir wieder ein, was? 4-Inch-Schiffgeschütz. Inch bin ich jetzt nicht so stark. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zentimeter das sind. Aber bei einer 8,8 weiß ich, dass sie unten dann schon. Oben ist ganz schön. Moment, was steht hier? Feuerte das Buggeschütz von U96 insgesamt 16 Feuer, 16 Schüsse ab. Auf was? Ja, lesen wir später. Damals hielten sie noch die. Jo. Irgendeine Kriegsordnung rein. Da durften die Kameraden jetzt zur See noch das Schiff verlassen, bevor es versenkt wurde. Und hier habe ich einen Auszug aus dem Kriegstagebuch. 1G7A. Also keine Angst, ich werde mich schon noch damit beschäftigen, was das alles bedeutet. Bugschuss geschossen. Es ist sehr interessant, was da so drin steht. Ja, also ja, ein paar Sachen sind mir echt noch ein Rätsel. Neues Jahr, alte Probleme. Wir haben ja bald ein neues Jahr. Ich hoffe, die alten Probleme sind dann weg. Ja, man ist im nächsten Jahr gesund und hat nicht die alten Probleme mit Zeitmangel. Oh, schauen wir mal, ob man das irgendwie hinbekommt. Und was kommt dann? Wir liegen dann auf der Lauer natürlich. Zwei britische Zerstörer machen Jagd auf deutsche U-Boote. Das war nicht ganz ohne. Die hatten dann auch schon mal Erfolg gehabt. Ein deutsches U-Boot unter Beschuss. Oh, sag mal, was ist denn das? Oha, das qualmt ganz schön. Hat er was getroffen? Also so eine Qualmfontäne von dem U-Boot. Puh, entweder war es schon aufgegeben oder ich. Sieht eher aus wie eine Sprengung. Aus dem Bauch raus mal so, ne? Ach, und hier der Kumpel. Lothar Arnaud de la Bière, ja, so ungefähr. Kommt der Bier daher. Sonnenruhm, 35. Ja, das dann dazu. Da muss ich dann auch nochmal reingucken. Also, das Material ist trotz der Folge 10 reichlich. Wenn ich so die anderen Baufolgen sehe von
X-Wing oder so, kann nicht mithalten. Das ist irgendwie besser. Quantitativ mehr, qualitativ. Ist halt echt die Geschichte. War aber gut. Wir kommen zur Folge 10. Zähne, Zähne, Zähne. Tut die Zähne schon wieder weh. Ich muss morgen zum Zahnarzt und das im Urlaub. Dank der Axt. Und dann noch früh aufstehen und Termin um 10. Mit den Zähnen zum Zahnarzt. Ach Mann. Und zahlen muss ich auch noch. Ja. Dafür könnt ihr ja nichts. Dafür habt ihr Ruhe. Dafür kann ich mir keine Modelle kaufen. Boah. Weil Zähne kosten Geld. Es macht schon fast Zahnschmerzen. Verdammte Axt. So. Wir machen jetzt los. Beschriften. Bin ja jetzt wieder drin im Modus. Und dann rausklappern und draufklatschen. Ja, mal grob gesagt. Ich denke mal, oh, das kriegen wir hin. Also, wollen wir mal loslegen. So, ich weiß ja nicht, was jetzt schon wieder los war. Ich habe ja noch gesagt, ich beschrifte den ganzen Comic, aber irgendwie gab es wieder ein Blackout bei mir. Und ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr das erste Ding vergurkt, ja, das fasst sich gut an, die Fugen, die Kanten. Also wenn ihr das erste hier oben versetzt, aufbringt, dann habt ihr ein Problem mit dem ganzen Schiff nach hinten. Also beim ersten Teil davon wirklich gut aufpassen. Hier natürlich werde ich jetzt mal schauen, dass ich nicht wieder die schwarzen Flächen hier einleime. Ich nehme jetzt den großen Kameraden hier und gucke, dass das ein bisschen besser ausgeht bei der großen Fläche. Aber vorher müssen wir doch noch irgendwie Teile aufbringen. Oh, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Bauanleitung Schritt 1 haben wir rausgetrennt. Sorry, dass es mal wieder ein bisschen länger dauert. Dann machen wir die Passprobe. Und dann, was ist hier los? 128 nehmen Sie aus der, ja, mache ich aus der vorgehenden Serie. Und dann tun wir das Blatt weglegen. Nehmen das nächste Blatt. Und böllern das dann da drauf, nachdem wir das draufgeklebt haben. 46, echt? Kommt dann da drauf. Also nicht auf die neue Platte, sondern auf die alte, auf die jetzt schon wackelig rumfließende, fliegende. Oh, Moment. Das ist natürlich ein bisschen, naja, seltsam. So, und die andere, ach, die kommt vorn dran. Die kommt hier vorn dran. Ja, da müsste ja fast die Kamera auf eine andere Position bringen. Aber das mache ich heute Abend nicht. Ich werde jetzt erstmal das kleben hier, dieses, und dann dieses. So machen wir das. Jetzt muss ich mal gucken, soll ich überhaupt das mit Leim bekleben? L2 übereinstimmen, kleben Sie es fest. Ja, war jetzt kein Bild mit drin, aber auch das wird geklebt. So, ich würde sagen, fange ich mal an. Ihr habt einen Plan.
Ich nicht. Wir sehen uns später zum Gelächter zu. Ich gucke schon mal, wo die Klemmen sind. Und dann geht's mal los. So langsam. Naja, so, ich weiß jetzt nicht, wie ich im Bild gewesen bin. Ihr habt halt gesehen, ich habe mehrmals ein bisschen nachjustiert. Auch wenn das manchmal ein bisschen komisch aussieht. Lieber tue ich jetzt ein bisschen nach. Ein bisschen nach. Wisst schon. Justieren, als dass ich dann später irgendwie größere Probleme bekomme. Warte mal, hier unten, das gefällt mir noch nicht ganz. Das ist. Ja, das kriege ich jetzt nicht besser hin. Naja. Dann soll es so sein. Ansonsten möge der Schleifblock helfen. Das kriege ich schon hin, irgendwie. So, Kamera blinkt. Der Arbeitsplatz stinkt. Nach Holzheim. Also, mir war es ein Bedürfnis, so richtig schön wieder rumzuschmoddern. Nach so langer Bauzeit mit Metall und Kabel. Einfach mal ein bisschen wieder an den Holzleim abzutauchen mit den Fingern. Vielleicht ist es sogar heilsam und ansonsten videoteilsam. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr seid mal wieder dabei bei der nächsten Folge. Ja, ich denke mal, die wird nie lange auf sich warten lassen, weil Arbeitsplatz ist belegt. Ich hoffe, ich komme demnächst dazu. Bis demnächst. Wenn das noch nichts, der mit der Wartung sagt, tschüss. Oh, bye. Oh.